der Kaffeeautomat soweit ist? Kaffeeautomat. Das Ding ist strunzdumm. Dafür macht's traumhaften Dampf. An der Stelle ist das wirklich eine gute Idee. Bei Selbstpräsentationen weniger. Nutze ich die Zeit. Ja. Und. Kennst du das? Du triffst auf interessante Menschen und überlegst, wie stelle ich mich jetzt vor? Wie finde ich eine Anknüpfungsform? Wen habe ich nicht schon alles getroffen? In verschiedensten Orten. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, vor allem früher, eine Anzahl uninteressanter Informationen, die ausgetauscht wurden. Nicht wirklich ein Anknüpfungspunkt. Und ich bin mir so sicher, da waren so viele Menschen mit dabei, bei denen sich einiges hätte ergeben können, wenn es mir nur gelungen wäre, den entsprechenden Anknüpfungspunkt zu finden. Hand aufs Herz, bei so vielen Gelegenheiten haben wir die Möglichkeit, uns vorzustellen. Und wie viel davon nutzen wir wirklich so, dass es für alle Beteiligten einen Nutzen hat? Tag 1 der Challenge. 30 Tage, 30 Videos. Oder andersrum? Nee, Entschuldigung. Jetzt will ich wissen, ob das klappt, wie es klappen wird. Und da bietet es sich doch an, mit einer Selbstvorstellung anzufangen. Was gehört in eine Selbstvorstellung? Und weil es ja nicht um mich geht, sondern darum geht, dass ihr eure tägliche Portion Inspiration bekommt, schauen wir mal, welche Tipps mir dazu einfallen. Hier ist wirklich sehr laut. Ich glaube, ich gehe erst mal kurz zu einem Ort, an dem ein bisschen leiser ist. Was für ein Wetter. Warm, kalt, Regen, Sonnenschein. Ist halt so. In Büros, dort wo ich arbeite, ist vorher nicht wirklich zu sagen, wird er warm oder wird er kalt sein. Einige sind etwas ökologisch unterwegs und andere, die knallen so richtig schön die Kühlung rein. Eine Sache ist allerdings ziemlich sicher. Die Notwendigkeit, sich vorzustellen. Das wird überall erwartet. Also keine Überraschung. Und wenn ich jetzt wissen will, wie das mit den Videos gelingen wird, die Challenge 30 Tage, 30 Videos startet damit, beginne ich am besten damit, das Thema Selbstvorstellung für dieses Video zu nutzen. Selbstvorstellung? Ich kann mir die Frage stellen, wie kann ich mich erst einmal vorstellen und vor allem Metaebene, was gehört an eine Selbstvorstellung? Schließlich geht es ja hier an dieser Stelle darum, dass du deine Portion Inspiration bekommst und wir haben andauernd die Gelegenheit, uns vorzustellen. Also mache ich den Anfang und stelle mich vor. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Ich helfe Menschen, damit sie und ihre Botschaften bei all dem Informationsüberfluss gehört und verstanden werden, also die verdiente Chance bekommen. Mit meinen Erfahrungen aus Marketing, Psychologie und Kommunikationswissenschaften sorge ich dafür, dass sowohl Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugen. Ich trage dazu bei, dass Menschen sich in Gesprächen, bei Präsentationen und in den Medien positiv abheben und das respektvoll. Wofür ich mich begeistere? Das ist eine Menge. Was wäre das für eine Welt, in der die Menschen und ihre Angebote die Chance bekommen, die sie verdient hätten? Tachles. Viele gute Angebote bleiben heutzutage unbemerkt. Viel zu viele gute, wertvolle Ideen verstauben in dunklen Schubfächern. Um diesen Beiträgen zu gebührender Aufmerksamkeit zu verhelfen und dafür zu sorgen, dass Ideen nicht am utopischen Konzept kleben bleiben, begebe ich mich regelmäßig in die Schuhe meiner Klienten, versetze mich in deren Perspektive, stelle Fragen, rege zur Reflexion an, gebe Antworten, biete Lösungsszenarien und
Inspiration. Und da sich Botschaft und Persönlichkeit nicht voneinander trennen lassen und im Grunde jede Präsentation immer auch Selbstpräsentation ist, lege ich besonderen Wert auf Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik, Körpersprache. Bei all dem fließt sowohl meine eigene Erfahrung als Ingenieur, als Manager und Unternehmensberater, als auch mein fachliches, psychologisches und methodisches Wissen aus Aus- und Weiterbildung an. Selbstvorstellung. Ich finde ja, eine gute Selbstvorstellung sollte für alle Beteiligten einen Vorteil liefern, Spaß machen, Nutzen bringen. Mindestens. Meinen Lebensmittelpunkt habe ich in Berlin, wobei ich einen ziemlich großen Teil meines Lebens in aller Welt verbracht habe. Immer mit dabei meine Kameras, in dem Fall jetzt. Die mich aufzeichnet. Das ist mein Fahrrad und mein Handy. Was mich sonst noch so interessiert, was mich begeistert, für was ich mich einsetze, darüber informieren die vielen Kanäle, die vielen Videos auf den Kanälen, auf YouTube. Sich vorzustellen ist jetzt nicht nur unbedingt ein Thema für Vorstellungsgespräche, für Geschäftsessen. Es gibt so viele Gelegenheiten zwischendurch, manchmal an der Ampel, im Taxi,
Gelegenheiten anzuknüpfen. Erster Eindruck zählt, also nutzt die Gelegenheit. Mach das Beste daraus. Sag deinen Namen, was du machst. Liefer vielleicht ein interessantes Detail. Und ja, ein echtes Lächeln kann Wunder wirken. Und definitiv setzt die Sonnenbrille dabei ab. Übrigens für all die, die ziemlich hässliche Kommentare zum Thema Sonnenbrille unter die Beiträge schreiben. Ich bin ziemlich lichtempfindlich. Ihr werdet in den Innenräumen selten Videos mit mir und Sonnenbrillen finden. Hier draußen passe ich auf mich auf. Also, das, was ich gerade gesagt habe, also nicht das mit der Sonnenbrille, das andere, ist nett, ist ein Anfang, klingt allerdings auch allerlei und ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell vergessen. Was genau gehört in eine wirklich gute Selbstpräsentation? Eine Selbstvorstellung, falls euch das lieber ist. Ja, es gibt Regeln für Selbstpräsentation, für Selbstvorstellung. Das mag sein, je nach Bereich. Was viel wichtiger in der Regel ist, jetzt habe ich zweimal Regeln im Satz, die Schnittmenge. Die Schnittmenge. Die Schnittmenge? Die Schnittmenge. Tatsächlich gibt es in Deutschland für fast alles Regeln. Habe ich erwähnt, dass bei Selbstpräsentationen die Schnittmenge zählt? Vielleicht sollte ich es nochmal sagen. Es kommt auf die Schnittmenge an. Spontanität benötigt meist ganz besonders viel Vorbereitung. Eine wirklich gute Selbstpräsentation, die noch so zufällig zu sein scheint, basiert letztlich darauf, dass wir uns selbst gut kennen, dass wir wissen, was wir an Interessen haben und welche wir teilen wollen. Was deine Ziele sind, was willst du erreichen, was macht dich besonders, was liegt dir am Herzen und arbeite regelmäßig daran, zu philosophieren. Überleg dir, was dir wichtig ist, was sind deine Ziele, was willst du erreichen, wo soll es hingehen, was macht dich besonders, was liegt dir am Herzen. Reib dich regelmäßig an den Themen, die es hergeben. So wirst du vom Unterbewusstsein her ziemlich schnell präsent haben, was die jeweilige Gelegenheit zu bieten hat, was du anbieten möchtest und vor allem, wo die Schnittmenge ist. Hatte ich die Schnittmenge erwähnt? Wirklich gute Selbstpräsentation ist erarbeitet, Stufe für Stufe. Und deshalb
Ist ja auch so spontan. Hand aufs Herz. Die meisten Selbstpräsentationen, die meisten Selbstvorstellungen sind für Begins. Einfach deshalb, weil wir nicht genug an die Schnittmenge denken. Ich glaube, jetzt habe ich die Schnittmenge ziemlich oft erwähnt, oder? Oh. Der Name dieses Schiffes erinnert mich daran, dass es keine gute Idee ist, in so einer Selbstvorstellung allzu groben Unfug zu erzählen. Es sei denn, wir wissen genau, was wir tun und wollen uns einen Spaß draus machen. We can go anywhere tonight. If you want to. Und das erinnert mich jetzt gerade daran, dass es besser ist, sich selbst vorzustellen, als sich von jemand anderen fremd vorstellen zu lassen. Bei mir war das mal so, ich machte früher öfter mal eine kleine Dokumentation mit. Und die Idee war damals, ein Unternehmensberater, meine damalige Rolle, arbeitet mit einem Pärchen und tut so, als wenn ein Pärchen ein Unternehmen ist. War ein lustiges Experiment, hat Spaß gemacht. Tatsächlich wurde auch bezahlt. So. Vereinbarung war, Unternehmensberater bearbeitet ein Pärchenproblem wie Unternehmen. Was stand dann unter meinem Bild, als die Sendung lief? Das gleiche, was auch der Moderator sagte. Das ist Carsten Noack, Paartherapeut seit 200 Jahren und am nächsten Tag habe ich eine Menge Anrufe bekommen von Leuten, die gefragt haben, ach Carsten, du bist Paartherapeut? Damals wussten die meisten Menschen noch nicht mal, dass ich Haupttherapeut bin. Und die vom Fernsehen schon überhaupt nicht. War denen aber auch vollkommen egal, fanden die total lustig oder wie auch immer. Ich fand es nicht ganz so lustig. Heute kann ich darüber lachen. Habe ich erwähnt, dass ich ein Doppelleben führe? Mittlerweile zwar ein ziemlich schräges Thema, doch ja irgendwie auch wahr, sich selbst als Personenmarke betrachten. Das bedeutet, zu überlegen, was will ich von mir zeigen, und ich empfehle üblicherweise Dinge zu zeigen, die ich auch durchhalten möchte. Also Stärken nach draußen zu tragen, möglicherweise sogar Stimmen, die ich nur nicht in Wirklichkeit leisten möchte, weil ich mich für andere Themen viel mehr interessiere, würden mich jetzt nicht unbedingt weiterbringen. Also, im Grunde geht es um Marketing für die eigene Person. Doppelt unterstrichen, macht's echt, macht's authentisch und denkt an die Schnittmenge. Setzt auch kleine Schnipsel, auch kleine Elemente, führt eher ein Gespräch, einen Dialog als einen ausufernden Monolog. Und bitte lasst die PowerPoint-Präsentation aus. Manche halten das jetzt für einen Scherz. Nee, tatsächlich, manchmal spreche ich aus Erfahrung. Und das gesperrt. Ihr dürft euch gut darstellen, bloß bitte, selbst Heldinnen und Helden haben blaue Flecken. Also A-glatte Alleskönner. Nee. Eine gute Selbstpräsentation ist mehr ein Tanz als eine Vorlesung. Das trifft ziemlich gut. Liefer kleine Einheiten. Hör zu, achte auf die Details, vor allem auf die Körpersprache und dann taste dich vor. Denk an die Schnittmenge. Was in einem Kontext wunderbar funktioniert, kann im anderen Kontext eine Katastrophe sein. Wenn du dich in einem Café vorstellst, gelten andere Regeln als im Büro, auf dem Flugplatz, bei Kongressen und überhaupt. Bei der Selbstvorstellung
zählt ja nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Also die Körpersprache, die Stimme, ja letztlich alles, was irgendwie die Wahrnehmung unserer Person beeinflussen kann. Also die Mickey-Maus-Krawatte, die anderen schrägen Dinge, die manche Menschen bei sich haben. Ja letztlich auch das Auto oder kein Auto. An einer Stelle kriegst du Punkte, wenn du mit einem großen Auto auftauchst. An anderen Stellen kannst du jetzt sagen, was du willst. Ist vorbei. Du willst besser werden mit deinen Selbstvorstellungen? Na dann nutz doch jede Gelegenheit und stell dich vor. Da meine ich jetzt nicht, jeden alles aufzudrücken, was haben möchte oder nicht, sondern an die Schnittmenge. Die No-Gos. Sonnenbrille in Innenräumen. Angeben. Einfach zu dick auftrumpfen. Sei einfach du selbst, sei authentisch und denk an die Schnittmenge. Und wenn du nervös bist, durchatmen. Hilf. Die meisten von uns hätten Material, um stundenlang über sich und ihre Themen zu sprechen. Nur bitte, kleine Häppchen. Ihr wollt Appetit machen. Also so ein bisschen wie bei, wie heißt dieses Essen noch? Sushi. Kleine Häppchen. Okay, also gäbe es noch mehr zu sagen zum Thema Selbstvorstellung? Definitiv. Einige beschweren sich, die Videos sind zu lang. Andere beschweren sich, sie sind zu kurz. Zeigt mehr von Berlin. Mich interessiert Berlin nicht. Okay, lass mich das mit der Schnittmenge noch mal ganz genau beschreiben. Also Schnittmenge. Das bist du. Ja, du magst ja sein, dass du anders aussiehst, aber das bist du. Das ist dein Bereich. Das, was dich interessiert. So. Das ist die andere Person. Alles klar? Das ist die Schnittmenge. Also, ziemlich einfach, oder? Ihr findet etwas da. Und dann alle Spaß mit der Selbstvorstellung. Und haben dann die Möglichkeit anzudocken, anzuknüpfen. Also. So, haben wir das auch geklärt. Jetzt ist die Sonne weg. Jetzt könnte ich meine Brille absetzen. Ist allerdings auch gleichzeitig meine Lesebrille. Wäre also nur bedingt schlau. Die brauche ich gleich wieder. Dann gleich geht's zum nächsten Termin.
30 Tage, 30 Videos klingt möglicherweise harmloser, als es ist.